So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Ich habe nämlich wieder eine neue WrestleCrate UK Box und ich habe auf den Ratschlag oder auf den Wunsch der Frau Wöllner geachtet, die die ganze Zeit gesagt hat, was ist denn jetzt mit dem grünen T-Shirt? Zieh doch jetzt mal das grüne T-Shirt an von Jacke die Snagge Roberts, ne? Also Jake the Snake Roberts, kennt ihr, hier ist es jetzt, Jake the Snake Roberts, das grüne T-Shirt, was in einer der letzten Boxen drin war. Das wäre natürlich wieder was eigentlich für meinen Onkel vielleicht mal, weil das ist ja so eine Legende. Also Jake the Snake, nicht mein Onkel. Der ist Hulk Hogan, der ist ja keine Legende. Und jetzt habe ich es aber schon an, da kann man es ja nicht mehr verschenken. Es sieht doch aus wie neu, weil der Sticker ist noch dran, aber egal. Wir haben die nächste WrestleCrate UK Box. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich jetzt das weiterhin nehmen soll, ob ich es doch mal wegtun soll oder nicht oder wie auch immer. Irgendwie finde ich es ja trotzdem wegen dem T-Shirt immer genial, aber ich weiß nicht. Es interessiert halt nicht so viele Leute. Es ist ja, man hat ja eigentlich genug Klamotten und zum Anziehen. Also weiß ich nicht, ist man unbedingt darauf angewiesen auf sowas. Hier haben wir jetzt erstmal unseren Item Guide, der immer wichtig ist. Der zeigt uns nämlich, was alles in der Dezember Box drin ist, was in den größeren Boxen noch ist, und damit kann ich gleich vergleichen, wenn wir hier mal reingehen und schauen, was ist das? Norse Wrestling NCL S 2016. Enjoy a full Norse Wrestling Show made available free to watch just for WrestleCrate Subscribers. Kennt ihr Norse Wrestling mit diesem Bären drauf? Norse Wrestling, how to watch. Hier steht auch dabei, wie man das einlöst. Also man kann einen Monat lang frei Norse Wrestling gucken. Sammelkarten sehen eigentlich gut aus. Letztens habe ich alle Sammelkarten, die ich gefunden habe, genommen und weggeschmissen, weil die nichts mit Wrestling zu tun hatten. Das waren eher welche von einer Tattoo-Convention oder so Zeug. Dann greifen wir mal hier unten rein. Da haben wir nämlich wieder ein Autogramm. Ein Autogramm von Konosuke Takeshita. So, das ist auch unterschrieben. Das sieht aber qualitativ gar nicht so gut aus wie sonst immer. Also es ist ein bisschen pixelig, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich will nicht penibel sein, aber die sahen sonst immer so fett und brutal aus. Sieht auf jeden Fall sehr attraktiv aus, dieser junge Mann unter die Damen von euch. Wer würde gerne mit ihm mal einen Hamburger bei McDonald's essen und eine Cola Light trinken, weil mehr trinkt er nichts, sonst hätte er nicht so einen Super Buddy. Der sieht auf jeden Fall sexy aus mit seinen zwei Armbändern dran. Dann legen wir das auch mal hier drüben hin. Mir fällt auf, da ist gar keine DVD drin. Da ist ja sonst immer eine DVD drin. Was aber hier noch drin ist, und zwar eine Karte, ein Brief, eine Postkarte. The Vince Who Stole Christmas. Statt der Grinch, der Weihnachten gestohlen hat, ist es der Vince, der Weihnachten gestohlen hat. You're fired. Man kennt das ja immer. You're fired. Und dann sind sie alle gefeuert und fliegen raus. Eine schöne, rote, weihnachtliche Karte. Merry Christmas, Paul. PayPal. Er kommt halt jetzt ein bisschen zu spät. Wir haben Ende Januar. Die kam auch erst Mitte Januar. Die packe ich jetzt aus, aber das ist halt ein bisschen so, wie es halt ist. Was ich hier noch sehe, was das sein müsste, ist wahrscheinlich eine Weihnachtskugel oder so. WrestleCrate Christmas Decoration. Eine Weihnachtskugel mit Stone Cold Steve Austin, der dem Weihnachtsmann einen Stunner verpasst. Guck mal, das sieht doch eigentlich richtig schön aus so. Ihr könnt das theoretisch sogar hier mit dem Karton aufhängen an euren Weihnachtsbaum. Das passt richtig gut zu meinem T-Shirt. Das ist die Verpackung, der Weihnachtsmann, der den Stone Cold Stunner bekommt. Stone Cold Steve Austin ist, es blendet die ganze Zeit. Das ist nicht so schön. Hätte ich da jetzt lieber eine DVD mir gewünscht oder lieber sowas? Das ist ja wieder was, das ist jetzt hier, wenn du umziehst, fliegt das weg oder so. Und wir haben ein T-Shirt drin,
Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was das ist. Da steht nämlich irgendwas von Square Circle. Also mal aufmachen, ist ein blaues T-Shirt. Wir haben jetzt hier dieses grüne an. Hier ist ein blaues T-Shirt drin. So. The Squared Circle. Ring Ropes. Giants must step over. Turnbuckles. Climb them and dive from top. Or tear one off and ram your opponent's face into the exposed steel if you're a real heel. Dann haben wir Apron. The hardest part of the ring. Note to self. Avoid it under the ring. Perfect for hiding weapons such as ladders and chairs. Or leprechauns and tiny clowns. Spring makes the ring bouncy. Ihr habt also hier die Anatomie eines Rings, wie ein Ring aufgebaut ist. Finde ich eigentlich ganz cool, dass ihr das alles so habt. Die Turnbuckles, wie die aufgebaut sind, wie die funktionieren, den Ring an sich, die Federn, dass der Ring springt und bounce, der Apron und vor allem auch, dass du unter dem Ring nicht nur Waffen verstecken kannst, sondern auch kleine Clowns oder eben kleine Leprechauns. Das ist eigentlich ganz witzig, cooles T-Shirt, ist auf jeden Fall ein Hingucker, wenn man das anhat, weil da viel Schrift drauf ist, viel zu lesen, viele Details. Leute da wirklich dann stehen bleiben und sagen, was ist das denn, ne? Was ist das denn her? Jetzt müsste ich das eigentlich in der nächsten Folge anziehen, wenn wir die nächste Box haben. Aber wir wollen natürlich noch vergleichen, was haben wir jetzt hier gehabt und was gab es in den größeren Boxen noch? Takeshita Exclusive Autograph haben wir ja gehabt, habt ihr gesehen, das Autogramm. Dann das Squared Circle T-Shirt haben wir gehabt, Stunning Christmas Baubel haben wir gehabt. Christmas Card haben wir gehabt, North Wrestling Show haben wir gehabt. Und was in der größeren Box noch drin war, eine Deonna Purazzo Vinyl Figure, also eine Figur von Deonna Purazzo, ein Deadman Tarot Pin, ein Anstecker vom Undertaker oder so, und ein Wrestling-Kalender 2023. Da hätte sich die Mama bestimmt gefreut über den Wrestling-Kalender. Letztes Jahr gab es in der Dezemberbox auch einen Wrestling-Kalender fürs Jahr 2022. Der liegt jetzt noch in so einem Karton, der ist schon seit einem ganzen Jahr unbenutzt in so einem Karton drin. Den wollte ich der Mama damals eigentlich geben, habe ich vergessen. Jetzt ist das Jahr um, jetzt ist der unbrauchbar, weil die Tage stimmen ja jetzt nicht mehr. Ist also gar nicht so schlimm, dass es jetzt keinen Kalender gab für 23. Kann man sich trotzdem aber mal aufhängen, hat ja die Bildchen dort, man darf halt nicht auf die Tage achten. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wie gesagt, diesmal keine DVD, aber mein Highlight wie immer ist einfach das T-Shirt. Ob es sich aber lohnt, jetzt jedes Mal 25 Euro für ein random T-Shirt zu bezahlen, weiß ich nicht. Weil der Rest ist ja eigentlich nur Beiwerk. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.